آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir werden heute fortfahren, liebe Geschwister. Das letzte Mal haben wir über Adab al-Ikhwa, das Benehmen dann im Islam. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ein Thema, welches mit dem Zusammenhalt zu tun hat. Und wir wollen natürlich erlernen, wie man diese Brüderschaft erhält und festigt. Und wir wollen, inshallah ta'ala, alles aus dem Weg gehen, was zur Spaltung der Brüderschaft führt. Und eine Spaltung ist immer mit Schwäche verbunden. Je mehr wir uns spalten, umso schwächer werden wir, wie wir das auch gesehen haben. Das ist auch natürlich ein Punkt, den die Kuffar erkannt haben, dass sie uns spalten und sehr erpicht darauf sind, dass wir gespalten werden, damit wir auch keine Stärke bilden. Nein, sie wollen uns schwach halten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Muslime zusammenführen. Allahumma amin. Und das letzte Mal haben wir bei den Benimmregeln über folgende Punkte gesprochen. Erstens, dass die Geschwister einen guten Charakter haben sollten und dass dieser gute Charakter die Basis für eine gute Beziehung zu den Brüdern ist. Wenn wir sagen zu den Brüdern, dann meinen wir natürlich auch zu den Schwestern. Einen weiteren Punkt, dass ein Bruder die Fehler seiner Geschwister bedeckt. Dass er sie bedeckt und nicht aufdeckt. Ihn blamiert, ihn bloßstellt. Nein, er soll die Fehler seiner Geschwister bedecken. Auch ein Punkt, den wir genannt haben, dass er sich gute, rechtschaffene Freunde aussucht und dass er von denen Abstand hält, die einen schlechten Einfluss auf ihn haben. Ein weiterer Punkt, den wir genannt haben, liebe Geschwister, ist, dass man seinem Bruder ins Gesicht lächelt. Wenn man ihn sieht, dann lächelt man ihn ins Gesicht. Denn dieses, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist eine Sadaqa. Überleg mal, du lächelst 10 Brüdern ins Gesicht, also als ob du 10 Leuten eine Sadaqa gegeben hast. So leicht ist das. Aber subhanallah, was haben wir gesagt? Manche sehen die Zähne als Aura, deswegen zeigen sie sie nicht. Na, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann haben wir darüber geredet, dass man die Versprechen einhalten sollte gegenüber den Geschwistern, weil das von den Eigenschaften der Heuchler ist, dieses nicht einzuhalten. Und letztendlich haben wir auch darüber geredet, liebe Geschwister, dass man sich um die Angelegenheiten der Geschwister kümmert. Wenn sie Hilfe brauchen, dass man ihnen hilft. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ich meinen Geschwistern oder meinem Bruder hier speziell in einer Angelegenheit helfe, ist mir lieber, als dass ich einen Monat in dieser Moschee, bedeutet in Masjid al-Nabawi, I'tikaf mache. Und natürlich, jeder kennt den Lohn beim I'tikaf, denn das ist nur eine Zeit der Ibadah. Das heißt, man ist von morgens bis abends mit der Ibadah verbunden und dieses, was man an Lohn erwirtschaftet in diesem Monat, ist gigantisch. Aber er sagte, dass man einem Bruder hilft, ist besser als dieses. Und das ist wirklich in der Tat, walhamdulillahi rabbil alamin, leicht verdienter Lohn. Leicht verdienter Lohn. Heute wollen wir weitermachen, bi'idhnillahi ta'ala, mit dem zweiten Teil. Und zwar, ziyaratuhum fillahi azza wa jal, wassu'al an ahwalihim. Dass man seine Geschwister besucht und sie fragt, wie es ihnen geht. Wie ist ihr Befinden? Das gehört zum Islam, liebe Geschwister. Rawa Muslimun, rahimullah ta'ala, an Abi Hurairata, radiyallahu anhu wa arda, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, an rajulan, zara achan lahu fi qariyatin ukhra. فأرسل الله له على مدارجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. So berichtet Imam Muslim rahimullah ta'ala von Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es gab einen Muslim, der seinen Bruder in einem anderen Dorf besuchen wollte. So hat Allah subhanahu wa ta'ala diesem, der seinen Bruder besuchen wollte, in einem anderen Dorf, was gesandt? Einen Engel. Auf seinem Weg sandte er ihn einen Engel subhanahu wa ta'ala.
So fragte dieser Engel, in welcher Gestalt kam er? In Menschengestalt. So fragte er diesen, der seinen Bruder besuchen wollte, Aina turid, wohin gehst du? Er sagte, Uridu achalni fi hadhihi al-qarya. Ich will meinen Bruder besuchen, der in diesem Dorf lebt. So fragte dieser Engel, Hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Hast du bei ihm etwas zu erledigen? Hast du vielleicht etwas Geschäftliches mit ihm? Eine wichtige Angelegenheit, wegen der du diesen ganzen Weg beschreitest? Qala la, er sagte nein. Ghayra anni ahbabtuhu fi Allahi azza wa jal. Außer, dass ich ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Außer, dass ich ihn für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. So sagte dieser Engel in Menschengestalt. فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ. Ich bin ein Gesandter von Allah subhanahu wa ta'ala, der zu dir geschickt wurde. بِأَنَّ اللَّهِ, dass Allah قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي. So, dass ich dir mitteile, und das ist meine einzige Aufgabe, weswegen Allah azza wa jal mich auf die Erde gesandt hat, dass ich dir mitteile, dass Allah dich so liebt, wie du deinen Bruder für Allah liebst. Das heißt, liebe Geschwister, wir können durch den Besuch eines Bruders, mit welcher Absicht? Hä? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir können durch die Absicht, einen Bruder für Allah zu besuchen, die Liebe Allahs erreichen. Schaut mal, wie leicht das ist, die Liebe Allahs subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Einfach, dass du deinen Bruder besuchst. Weswegen? Möchtest du mit ihm ein Geschäft machen? Es gibt ein besseres Geschäft. Ein Geschäft mit wem? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte zu ihnen, فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي. Ich wurde nur gesandt, damit ich dir ausrichte, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich so liebt, wie du auch deinen Bruder für ihn. Und in einer anderen Überlieferung, rawa Ahmadun wa sahaha al-Hafiz ibn Hajar an Mu'adh ibn Jabal. Eine Überlieferung von Imam Ahmad rahimullah ta'ala und Ibn Hajar rahimullah sagte, diese Überlieferung ist authentisch von Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, faqala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam يحكي عن ربه عز وجل. Er berichtet von seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala يقول. Das ist ein Hadith Qudusi, liebe Geschwister. So sagt Allah عز وجل in dieser heiligen Überlieferung. حقت محبتي للمتحابين فيها وحقت محبتي للمتباذلين فيها وحقت محبتي للمتزاورين فيها. Meine Liebe wird zur Pflicht. Meine Liebe, sagt Allah Azza wa Jal, wird zur Pflicht für diejenigen, die einander für mich lieben. Das heißt, Allah hat sich zur Pflicht gemacht, dass er dich liebt, wenn du deinen Bruder für Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Und das ist bei vielen Leuten leider sehr vernachlässigt worden. Du siehst, dass die meisten einander mögen oder nicht mögen, abhängig von was? Was ist ihre Ware zwischeneinander? Ist das die Liebe Allahs? Sondern was? Ja, Dunya, aber genau? Maslaha, Interesse nutzen. Hat er ein Interesse an ihn, dann mag er ihn, solange was da ist? Die Maslaha. Deswegen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er einmal stand, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, so kam ein Mann und sagte zu ihm, Ja Rasulallah, siehst du den, der gerade vorbeikommt? Ich liebe ihn für Allah. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, geh hin und sag es ihm, dass du ihn für Allah azza wa jal liebst. Unsere Gelehrten sagen, wenn du jemand sagst, dass du ihn für Allah liebst, was passiert mit seinem Herz? Öffnet sich das Herz für dich oder verschließt sich das Herz? Es öffnet sich. Weil wenn du jemanden auch für Allah liebst, dann gibt es keine Ware zwischen euch beide. Einer liebt seinen Bruder aus einem Nutzen heraus oder leidet oder beziehungsweise er duldet die Beziehung zwischen sich und seinem Bruder aus einem Nutzen heraus. Wann bricht spätestens die Freundschaft auseinander? Wenn? Wenn der Nutzen weg ist. Ihr kennt Leute,
Die haben zum Beispiel einen Freund, der gibt immer für sie aus. Der sagt ihnen, komm, Taal, Moruk, Schoruk, was sie auch immer sie sagen. Ich lade dich zum Döneressen ein. Er wird immer eingeladen. Deswegen ist er sein bester Freund. Irgendwann, dieser verliert seinen Job und hat kein Geld mehr. Sagt er ihm, komm, wir treffen uns nur so. Sagt er, was soll ich mit dir? Weil jetzt ist die Ware zwischeneinander weg. Aber bei uns Muslimen, walhamdulillah, du liebst deinen Bruder für Allah. Schaut mal, subhanallah. Und das ist die schönste Geschichte in der Geschichte überhaupt, wie man nur dieses tatsächlich umsetzen kann, was uns der Islam geboten hat. Die Geschichte von Abdurrahman ibn Auf bei Al-Bukhari und Sa'd ibn Ar-Rabi'. Sa'd radiallahu anhu kannte Abdurrahman ibn Auf nicht. In der Überlieferung heißt es, Lamma acha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Abdurrahman ibn Auf. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen mir und Abdurrahman ibn Auf verbrüdert hat, das heißt, er hat uns gesagt, wir sind jetzt Brüder, wir sind nicht mehr alte Stämme, Jahiliya, jetzt seid ihr Muslime, ihr seid was? Brüder. Dann habe ich ihm die Hälfte meines Vermögens angeboten und ich war der Reichste unter den Ansar. Wenn wir reden, dass er der Reichste unter den Ansar war, reden wir über 20 Euro? Über 100 Euro? Was denkt ihr die Hälfte seines Vermögens? Bis wo kann das gelangt haben? Bis? Vielleicht Millionen. Nimm die Hälfte meines Vermögens. Und ich habe eine Frau, ich werde sie scheiden. Wie ist das im Islam? Du musst aber was abwarten? Die Iddah-Zeit. Und wenn diese abgelaufen ist, dann nimm sie und heirate sie. Schaut mal, Geld und Frauen, da hört die Liebe auf bei uns, richtig? Da hört die Liebe auf, weil genau für Frauen brauchst du Geld, ansonsten kommen sie nicht. Aber er hat ihnen das angeboten, warum? Hat er kein Interesse daran gehabt, an das Geld, an dem Geld oder an den Frauen? Hat er kein Interesse daran gehabt? Doch. Aber was war wichtiger als dieses Interesse für ihn? Hä? Die Liebe zu seinem Bruder. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stellt euch vor, und bei Allah, wir sehen heute, dass nicht mehr dieses Beispiel erfolgt, sondern gegensätzliche Beispiele. Ein Bruder klaut die Hälfte des Vermögens von seinem Bruder. Ein Bruder spannt seinem Bruder die Frau aus. Wir haben das erlebt. Ein Mann, der eine verheiratete Frau rumbekommen hat und sie hat dann, als sie zu Hause war, die Schlösser ausgetauscht, damit ihr eigentlicher Mann nicht mehr reinkommt. Ahlu Tawhid waren das natürlich. Ihr kennt diese Truppe, die Muwahidun pur. Ja? Ahlu Takfir. Schaut mal, diese Beispiele, die uns die Geschichte geboten hat und das, was wir dann tatsächlich an praktischen Beispielen sehen. Meine Liebe wird zur Pflicht, sagt Allah Azza wa Jalla, für diejenigen, die füreinander lieben. Und lilmutabadhirina fir bedeutet für diejenigen, die füreinander ausgeben. Ausgeben für was? Hä? Für Haram? Ausgeben für? Für etwas, was erlaubt ist, dass du deinem Bruder eine Freude machst. Dass du diese Beziehung zu deinem Bruder pflegst, du kaufst ihm manchmal was, du schenkst ihm manchmal was, du spendest für ihn, wenn er was braucht. Das bedeutet, dass du die Liebe Allahs Azza wa Jal erreicht hast. وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَ Wer sind die Mutazawirin? Die einander besuchen. Du gehst deinen Bruder besuchen für Allah subhanahu wa ta'ala und du gehörst zu dieser Gruppe. Allah sagt, seine Liebe ist für dich zur Pflicht geworden. Was bedeutet das, wenn Allah seinen Diener liebt? Wer sagt mir, was bedeutet das? Ihr kennt den Hadith, den wir studiert haben, von dem Werk von Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala. Wenn Allah einen Diener liebt. Na. Ich kann jetzt nicht die genaue Reihenfolge. Ungefähr. Sehr gut. Allah Azza wa Jal wird von diesem Diener sein Hören sein, sein Gehen sein, sein Anfassen sein. All das wird Allah subhanahu wa ta'ala von diesem Diener sein. Das heißt, er beschützt ihn, er behütet ihn, er passt auf ihn.
Niemand darf sich ihm nähern. Wie hat der Hadith angefangen? Der Hadith Qudsi. Man aada li waliya, faqad aadantuhu bil harb. Derjenige, der sich einen nahestehenden Diener, einen gläubigen Diener, sagt Allah Azza wa Jal in dieser heiligen Überlieferung, von mir anfeindet, den habe ich den Krieg erklärt. Überlege, Achi, dass du eine Stellung erlangen kannst bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass sich dir keiner nähern darf. Und wenn er sich dir nähert, wenn er dich anfeindet, wenn er versucht, dir einen Schaden zuzufügen, mit wem hat er es zu tun? Mit Allah Azza wa Jal. Wird er nochmal glücklich werden in seinem Leben? Bei Allah nein. Deswegen auch immer aufpassen, wie man mit den besten Dienern Allahs umgeht, mit den rechtschaffenen Dienern Allahs umgeht. Du solltest ihnen nicht irgendwie zu nahe kommen. Warum? Weil das mit dem Fluch Allahs zu tun hat. Wenn du diese Diener anfeindest, es gibt Leute, walayadu billah, der hasst die Rechtschaffenen. Der hasst sie. Es gibt manchmal Leute, der drückt so durch die Kanäle, guckt sich einen Fernsehsender, dann guckt er Musik, dann, der lächelt. Dann kommt ein Scheich mit Bart, drückt weg. Als ob er ihnen sagen will, was für eine Visage, die ich nicht sehen möchte. Schaut mal, was für Groll in dessen Herzen. Was hat der Scheich ihm getan? Gar nichts. Aber als er den Scheich gesehen hat, hat er den Scheich als Scheitan gesehen, obwohl er selber der Scheitan ist. Und das ist leider bei Leuten, die irregehend sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Das heißt, liebe Geschwister, wir können die Liebe Allahs azza wa jal erreichen, indem wir einander lieben. Und in einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala lieben, so werden sie yawmul qiyama auf was sitzen? Auf manabir min nur. So werden sie sitzen auf Lichtthrone. Nur Allah weiß, wie diese Lichtthrone aussehen. Und wer beneidet sie? Die Propheten und die Märtyrer. Sie beneiden diese Leute, die für Allah subhanahu wa ta'ala jemanden. Und das schafft nicht jeder. Wallahi, nicht jeder schafft einen für Allah azza wa jalla zu lieben. Und ich will euch so ein bisschen die Frucht, liebe Geschwister, wir wollen ja auch ein bisschen alles praktisch verstehen. Nehmt nun mal das Beispiel. Ihr hattet eine Jahiliya, ihr hattet früher Freunde gehabt und ihr wart auch mit denen zusammen. Und es gab Beziehungen hier und dort. Subhanallah. Das waren Beziehungen, die wir vorhin beschrieben haben. Beziehungen, die durch was eigentlich nur bestätigt wurden? Durch den Nutzen, durch das Interesse. Aber schau mal, vergleich mal jetzt deine Brüderschaft mit Leuten, an denen es gar kein Interesse gibt. Wie sehr erfreut es dich, dass du diese Brüder siehst? Und noch eine Gegenfrage, möchtest du diese Brüder überhaupt nochmal vermissen? Wir sagen nein, weil Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Brüderschaft, die Allah Azza wa Jal Alhamdulillah in unseren Herzen gegeben hat, ist etwas ganz Besonderes. Obwohl, jetzt was habe ich von Walid? Gibst du mir 50 Euro jeden Tag, was die Leute nicht sehen, Walid? Wallah, wenn Walid 50 Euro hätte. Na, Mohammed, hast du mir schon mal Geld gegeben eigentlich? Wir haben nichts Dunya-mäßiges. Was ist unsere Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala? Es reicht dir, dass dein Bruder ein Muslim ist und so liebst du deinen Bruder für Allah subhanahu wa ta'ala. Reicht. Reicht. Wer hat dich in so einen Zustand versetzt? Allah Azza wa Jal. Als dein Glauben in deinem Herzen gesetzt wurde, hast du auch verstanden, was Brüderschaft bedeutet. Innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Mit was hat Allah Azza wa Jal den Glauben verbunden? Mit der Brüderschaft. Das heißt, wir reden über eine Sache vom Iman, vom Glauben. Dein Bruder und du haben eine Beziehung zueinander, weil ihr beide Gläubige seid. Nur das unterstreicht eure Beziehung, nichts anderes. Und solange das eure Beziehung ist, wirst du sehen, subhanallah, und ich erzähle euch eines der wunderschönsten Beispiele in der Geschichte. Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, hat das in seinem Tafsir erwähnt und andere. Ich denke auch Jalil al-Tabari, rahimullah ta'ala. Er sagte, in der Zeit, als die Schlacht in Yarmouk war. Yarmouk ist wo? Ist ein...
Genau richtig, in dem heutigen Syrien. So haben die Muslime gegen die Kuffar gekämpft. Das war die bekannte Schlacht von Mu'tah. Al-Harith war da und Al-Ayyash war da und eine weitere Person. Diese haben gekämpft und dann kam ein Verwandter von Al-Harith nach der Schlacht und er sah, dass die Leute schon alle auf dem Boden liegen. Viele sind gestorben, andere waren verletzt und die, die überlebt haben, sind abgehauen. So kam der Verwandte von Al-Harith und brachte ihnen Wasser. Al-Harith sagte zu ihm, gib mir Wasser, gib mir Wasser. Und als er ihm das Wasser geben wollte, hat Al-Ayyash geschrien, Wasser, Wasser. Dann sagte Al-Harith mit seinen Augen, nicht mit seinem Mund, geh und gib ihm das Wasser. Dann ging er mit dem Wasserkrug zu dem anderen. Und als er ihn zu trinken geben wollte, hat ein weiterer geschrien. Ich denke, es war Ikrimah ibn Abi Jahl. Möge Allah Azza wa Jalla mir vergeben, wenn ich falsch liege. So ist er auch zu ihm gegangen und hat ihm versucht, Wasser zu geben. Als er da war, ist Ikrimah ibn Abi Jahl schon gestorben. Und dann kam er zurück zu Al-Ayyash. Auch dieser starb vor seinen Augen. Und er kam zurück zu Al-Harith, der Erste war, der nach Wasser verlangt hat. Auch dieser ist gestorben. Dann sagte dieser Salaf, der das Wasser getragen hat, er sagte, Subhanallah, ich habe nie so eine Brüderschaft in meinem Leben gesehen. Jeder hat sich geopfert für den anderen, damit er ihm das Wasser geben kann. Und der Wasserkrug ist nach wie vor voll und niemand hat von diesem Wasser getrunken. Ja, Subhanallah, wo gibt es solche Beispiele, Yahuwah? Wo gibt es solche Beispiele? Das gibt es nur im Islam. Du wirst keinen finden, der diese Werte auf diese Art und Weise umsetzt. Niemanden. Das ist nur, wenn ein reiner, wahrer Glaube für Allah subhanahu wa ta'ala in so einem Herzen existiert, dann wirst du auch Früchte daraus ziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Brüderschaft zwischen uns stärken. Allahumma amin. Dann eine wunderschöne Überlieferung. Ad-difa' anil ikhwan, dass du deine Brüder verteidigst, während andere ihnen versuchen, einen Schaden zuzufügen. Rawat Tirmidhiyu wa Hassana. At-Tirmidhiyu hat überliefert und sagte, diese Überlieferung ist Hassan. Auch Sheikh al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert. An Abi Ad-Darda. Von Abu Ad-Darda, radiallahu anhu wa arda, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, qal. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Man radda an irdi achi, radda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyama. Allahu Akbar. Derjenige, der kann man das ausdrücken? Derjenige, der nicht möchte oder der es abwehrt, dass man die Ehre seines Bruders verletzt, derjenige, der abwendet, dass man die Ehre seines Bruders verletzt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht yawmul qiyama vom Höllenfeuer abwenden. Subhanallah. Was heißt das? Wir sitzen in einem Kreis, auf einmal Hamza fängt an, über Osama zu reden. Und Osama ist nicht dabei. Er sagt, wisst ihr, dieser Osama, ganz im Ernst. Ist das schon mal passiert, Hamza? Nee, noch nicht. Wir wollen keinen Streit anzetteln, wir wollen nur... Osama, nicht, dass du was bekommst, ja, es war nur Spaß. Dein Blick war... Dann sagen wir zu Hamza, Ittaqillah, Osama ist da. Wenn du ihm was zu sagen hast, dann geh zu ihm hin. Was haben wir hier gemacht? Wir haben die Würde, die Ehre von Osama hier verteidigt. Deswegen wird Allah Azza wa Jalla dein Gesicht vom Höllenfeuer abwenden. Deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Gesicht vom Höllenfeuer abwenden. Mahmud möchte Talal betrügen.
dann sagen wir Mahmud, ittaqillah, du darfst deinen Bruder nicht betrügen. So gehören wir zu diesem Hadith. Schaut mal, was es bedeutet, bei uns das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Deswegen lasse nie zu, dass einer schlecht über deinen Bruder redet. Wir reden nicht über Fussaq, ja? Wir reden nicht über Frevler. Wir reden nicht über Kuffar. Wir reden über wen? Über deine Brüder, von denen man nur was kennt, das Gute. So ist es dir verboten, über sie schlecht zu reden, natürlich auch zu lästern und über sie zu lügen und so weiter. Und derjenige, der versucht, etwas Schlechtes über seinen Bruder oder über seine Schwester zu sagen und du verteidigst deinen Bruder oder deine Schwester, so gehörst du zu dem Hadith, dass Allah Azza wa Jal dein Gesicht vom Höllenfeuer abwendet. Billahi alaikum. Hat er viel gemacht? Hat er viel gemacht? Ein Satz. Das reicht, damit Allah Azza wa Jal sein Gesicht vom Höllenfeuer abwendet. Dann Satru Uyub As-Sadiq. Dass man seinen Bruder bedeckt, liebe Geschwister, indem jemand versucht, seine Fehler aufzudecken und du, bi'idhnillah ta'ala, bedeckst ihn mit seinen Fehlern. Du bedeckst als Bruder die Fehler von deinem Bruder. Rawa al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand von euch, sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, die Überlieferung ist bei al-Bukhari, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Was heißt das? Du liebst, wenn dein Bruder etwas Gutes passiert, dann liebst du das. Warum? Weil du liebst ja auch, wenn dir etwas Gutes passiert. Und du magst das nicht, wenn dein Bruder etwas Schlechtes passiert. Genauso wie du auch nicht magst, dass dir etwas Schlechtes passiert. Aber heißt das, dass ich meinen Bruder in jeder Sache bevorzuge, ne? Kam mir gerade so komisch vor. Alhamdulillah. Hättet ihr sowieso nicht gemerkt. Außer unser deutscher Bruder. Bist du Deutscher? Alhamdulillah. Bevorzuge. Ja. Schaut mal. Du hörst, dein Bruder hat eine Ijaza bekommen zum Beispiel. Eine Lehrerlaubnis für ein religiöses Fach. Dann freust du dich viel. Du hörst, dein Bruder hat geheiratet. Du freust dich. Niemand von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selber liebt. Dein Bruder hat ein Kind bekommen, du freust dich viel. Dein Bruder hat eine Prüfung getroffen. So bist du traurig. Nicht, dass ihn die Prüfung getroffen hat, sondern wenn du ihn siehst, dass er harte Tage durchleben muss, dann siehst du, ah, schade, mein armer Bruder. Das ist dieser Hadith. Das ist dieser Hadith. Aber in der Ibadah bevorzugst du deinen Bruder nicht. Zum Beispiel, es geht um Wetteifern. Du kannst eine gute Tat machen und der Erste, der sie macht, der hat sie gemacht. Dann bevorzugst du nicht deinen Bruder hier drin. Warum? Hier geht es um Ibadah. Imam Ahmad rahmatullah alayh wurde bevorzugt. Er sagte, er wurde gefragt, wenn jemand neben seinem Vater steht in der Gebetsreihe und in der ersten Gebetsreihe ist eine Lücke frei geworden, sollte er seinen Vater vorlassen? Er sagte, er soll seinen Vater in anderen Dingen ehren. Ja, burru aber bi shay'in akhar. Er soll seinen Vater in anderen Dingen ehren. Das ist Ibadah, hier gibt es keinen Spaß. Na? Deswegen, es gibt Sachen, ha? Oder einer zum Beispiel sagt, wir brauchen noch für dieses Projekt genau 75 Euro. Wer ist bereit, das zu geben? Dann gibst du diese 75 Euro. Und sagst nicht, dein Bruder, gib du sie von mir. Das ist Hadith von Uthman, radiallahu an, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer kauft diesen Brunnen, der wird das Paradies erreichen. Uthman ibn Affan direkt hat sofort das Geld gegeben und den Brunnen gekauft.
Dann sagte der Prophet, was soll ihm noch schaden nach so einer Tat? Das heißt, er ist durch. Was soll Uthman heute noch schaden? Die Sache war vorbei für Uthman. In Sachen der Ibadah, tut mir leid, Habibi, hier gibt es keine Freundschaft. Jeder will das Beste machen. Aber in allen anderen Dingen freust du dich für deinen Bruder und versuchst ihn auch zu bevorzugen, damit du auch diesen großartigen Lohn bekommst, inshallah. Ich will nicht, dass in nächster Zeit Probleme in der ersten Reihe auftreten, ja? Na. Nächster Punkt. Außer natürlich eine Sache, die man wichtig erwähnen muss. Ein Bruder ist ungerecht und er fügt den Menschen Leid zu, Schaden zu. Okay? Wenn diese Person ins Gefängnis geht, dann freust du dich. Freust du dich, dass er jetzt Schaden erfährt oder weswegen freust du dich? Na, Jazakallah khairan, dass die anderen Leute vor seinem Übel bewahrt worden sind. Schaut mal, subhanallah, die Religion des Islam, dass die anderen Leute jetzt vor seinem Übel bewahrt sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einer von euch, er stirbt, so werden die Menschen sich vor ihm erholen und die Umwelt sich vor ihm erholen und sogar die Tiere. A'udhu billah, überlegt mal, was für Verbrecher es gibt, dass die gesamten Menschen sich freuen, wenn er stirbt. Und wie traurig manche Leute sind, wenn andere sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu den Ungerechten zählen lassen. Dann, liebe Geschwister, einer der wunderschönsten Punkte über das Benehmen gegenüber den Geschwistern. Ad-du'a ulahum bi dhahri al-ghaib. Dass du für deine Geschwister Dua machst. Wo? Im Verborgenen. Vielleicht habt ihr das gesehen. Viele kommen zu mir und sagen, bitte mach mal Dua, bitte mach mal Dua. Was sage ich dann ihnen? Was sage ich ihm dann? Inshallah. Was meine ich mit Inshallah? Soll ich jetzt Dua vor ihm machen? Was ist besser? Dass ich im Geheimen Dua für ihn mache. Höre diese Überlieferung. Rawa Muslimun fi sahihi an Safwan wa huwa ibn Abdillah ibn Safwan wa kanat tahtahu ad-Darda qala qadimtu ash-Sham fa'ataytu aba ad-Darda fi manzilihi falam ajidhu. Es berichtet Abu Safwan, radiyallahu anhu, Ibn Safwan, radiyallahu anhu, dass er einmal Abu Darda besuchen wollte. Und das war in Asch-Sham, liebe Geschwister, dem heutigen Syrien. Aber er hat Abu Darda nicht in seinem Haus vorgefunden. So sagte er zu ihm, so sagte die Frau von Abu Darda zu ihm, zu Ibn Safwan, sie sagte, Aturidu al-Hajja al-An, möchtest du dieses Jahr den Hajj vollziehen? Qala na'am. So sagte Ibn Safwan, na'am, ich möchte den Hajj vollziehen. So sagte sie zu ihm, fad'u Allah lana bi khairin, fa'inna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul. Sie sagte, so mach viel Dua für uns, die meinte beim Hajj, denn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi, mustajabatun 'inda ra'sil 'inda ra'sihi ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. Sie sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, was sagte er? Höre diese Überlieferung. Das Bittgebet von einem Muslim für seinen Bruder, wo? Vor ihm oder im Geheimen? Im Geheimen wird von Allah erhört. Wird von Allah erhört. Und wenn er das Bittgebet macht für seinen Bruder im Verborgenen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn ein Engel schicken, der beauftragt worden ist, dass wenn er für seinen Bruder Dua macht, dass der Engel sagt für dich dasselbe. Allahu Akbar. Was bedeutet das? Du machst im Verborgenen Dua für Mohammed. Du sagst zum Beispiel, ja Allah, schenke ihm eine rechtschaffene Frau. Zwei Augen. Wie viele Augen soll sie haben, Mohammed? Na, manche Leute, die wollen immer alles so speziell haben. Na,
Beim Dua macht man kein I'tida. I'tida ist verboten im Dua, liebe Geschwister. Was heißt I'tida? Dass man überschreitet beim Dua. Wenn du Dua machst, machst du Dua. Zum Beispiel, du sagst, ja Allah, gib mir das Paradies. Du sagst nicht, ja Allah, gib mir ein Haus im Paradies mit 15 Balkonen. Und zwar 105 Quadratmeter pro Balkon. Und neben dem und dem. Und am Strand so und so. Das ist I'tida. Das darf man nicht machen. Sondern, weiß Allah nicht, was du möchtest? Allah weiß. Bitte um die Sache und das reicht. Du sagst, ja Allah, versorge Muhammad mit einer rechtschaffenen Frau, die, sagt Amin, die für ihn seine Frau in der Dunya und in der Akhirah ist. Allahumma Amin. Was macht der Engel? Er sagt für dich dasselbe. Deswegen, die Salaf waren schlau. Immer wenn sie eine Sache haben wollten für sich, haben sie Dua für ihren Bruder gemacht. Mit dieser Sache. Ja, Allah, gib ihm dieses und jenes. Und schaut mal, das Sonderbare hier, wenn du jetzt für deinen Bruder Dua machst, kann sein, dass es erhört wird, kann sein, dass es nicht erhört wird. Wir hoffen immer, dass es erhört wird. Aber wenn der Engel für dich Dua macht, wird das in jedem Fall erhört? Ja oder nein? Warum? Warum macht dieser Engel das Gebet? Na? Weil Allah es ihm befohlen hat. Du selber, du machst Dua für deinen Bruder? Okay, es könnte, Alhamdulillah, aber vielleicht nicht. Aber der Engel, wenn er zu dir sagt, für dich dasselbe, das ist jetzt auf Anleitung von Allah. Weil die Engel machen nichts aus eigenem Willen heraus. Und daher viel Dua machen, aber trotzdem die Absicht für die Geschwister. Jetzt überlegt mal. Ein Gelehrter sagte sogar, Subhanallah, selbst wenn ihr bei der Hajj seid, geht zum Masjid al-Haram, stellt euch in einer Ecke und sagt, ja Allah, nimm die Hajj von allen an. Ja Allah, vergib all deinen gläubigen Dienern hier. Allahu Akbar, dann wird der Engel sagen, für dich dasselbe. Sogar wenn man momentan in Zeitnot ist und man möchte gern ein Dua machen, man schafft es nicht jetzt im Geheimen oder sonstiges. Ein Gelehrter sagte sogar, wenn du das für dich sagst, so dass die anderen Leute das nicht mitbekommen, obwohl du in der Sitzung nicht alleine bist, auch das zählt. Auch das zählt. Deswegen, das sollte man nicht vernachlässigen, liebe Geschwister. Der Engel wird sagen für dich dasselbe. Wenn ich dich frage heute, möchtest du, dass ein Engel für dich Dua macht? Ja oder nein? Ja, dann bitte mach für deinen Bruder Dua. Es gibt Leute, die verstehen diese Angelegenheit nicht. Ein Subhanallah, ich meine, ihr hört mich, ich mache viel Dua immer für die Geschwister. Warum? Weil dieser Dua kommt zu dir zurück, bi'idhnillah ta'ala. Kommt zu dir zurück. Und ich erwähne immer das schöne Beispiel von Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah ta'ala, dass er Qiyamul Layl, als er Qiyamul Layl gebetet hat, er hatte eine Liste mit 300 Namen darauf von seinen Brüdern, die er am meisten geliebt hat, und hat für jeden einzelnen Dua gemacht. Für jeden Einzelnen. Hat er verloren bei der Sache? Bei Allah, er hat nicht verloren. Er hat nur gewonnen. Und das ist der schöne Dua. Ich will, dass wir den nochmal durchgehen, bi'idhnillah ta'ala. So sagte Umm Darda, radiallahu anha wa abdaha, machst du Hajj dieses Jahr zu Ibn Safwan? Er sagte, ja, ich mache die Hajj. Dann sagte sie zu ihm, mache für uns Bittgebete. Das heißt, mach Dua für uns. Denn ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen, das Bittgebet eines Muslims für seinen Bruder im Verborgenen wird erhört. Und Allah Azza wa Jal wird ihn einen Engel an seinem Kopf stellen, der beauftragt worden ist, jedes Mal, wenn er Dua, Bittgebete für seinen Bruder spricht im Guten, so sagt der Engel, der beauftragt wurde, für dich dasselbe. Für dich dasselbe. Und dann, liebe Geschwister, auch eine wunderschöne Überlieferung. At-tawadu' lil-ikhwan wa tarku at-takabbur alayhim. Dass man gegenüber seinen Geschwistern bescheiden handelt und dass man sich ihnen gegenüber nicht hochmütig verhält. Rawa Muslimun an Qatada qala inna allaha أوحى إلي die haben wir vergessen an Nabi sallallahu alaihi wasallam, denn Qatada hat keine Offenbarung bekommen. إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى
حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir offenbart, dass ich meiner Umma mitteilen soll, dass sie bescheiden einander gegenüber sein soll. Und jetzt hat er es erklärt, dass man nicht gegenüber dem anderen prahlt und nicht dessen Rechte verletzt oder überschreitet. Das ist damit gemeint. Das heißt, dass du gegenüber deinem Bruder demütig bist, sanftmütig bist, mild bist, nicht die arrogante Seite von dir zeigst, nicht deine Stirn erhebst und sagst, wer bist du und wer bin ich. Das ist verboten, liebe Geschwister, sondern dass man gegenüber seinem Bruder immer bescheiden handelt. Und das ist das, was uns der Islam, walhamdulillahi rabbil alamin, beigebracht hat. Schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba radiallahu anhum umgegangen ist. Obwohl manche manchmal etwas gemacht haben, was ihn zornig gemacht hat. Aber trotzdem war er immer sanftmütig. Manche kamen zu ihm und sie sagten, ja Rasulallah, wie Allah will und wie du willst. Er ist zornig geworden, aber hat er seinen Zorn in Zaun gehalten? Gab es jemanden, der eifersüchtiger war als er für diese Religion? Niemand. Trotzdem hat er seinen Zorn in Zaun gehalten. Einer kommt, dieser Dhul Khuwaisira wal Iyadu Billah, der Munafiq, und fest den Propheten sallallahu alaihi wasallam an der Schulter und sagt ihn, Ittaqillah ya Muhammad, fürchte Allah, o Muhammad. Im Übrigen, der war der Vater der Khawarij. Wenn du heute die Takfiris siehst, die haben genau dasselbe Verhalten. Die haben weder Respekt gegenüber den Gelehrten, noch haben sie Respekt gegenüber Älteren, vor niemanden haben sie Respekt. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie selber sich wie sehen als etwas Besonderes. Möge Allah azawajal diesen Leuten Bescheidenheit geben. Das heißt, er sagte zu ihnen, fürchte Allah, ja Muhammad. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Khalid ibn Walid kam in einer anderen Überlieferung, Umar ibn al-Khattab, er sagte, wir schlagen ihnen den Nacken an. Hätten sie gezögert, Khalid ibn Walid? Er sagte zu ihnen, vielleicht betet er. La'allahu yusalli. Au la'allahu musalli. Vielleicht betet er. Er sagte, und wie viele, die beten und wie viele, die mit ihren Zungen und wie viele, die und wie viele, die mit der Zunge ihren Glauben aussprechen, haben aber nichts von diesem Glauben. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ich bin nicht geschickt worden, um die Herzen zu öffnen. Ein Befehl und der Kopf wäre weg von diesem Mann. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sich immer von der besten Seite gezeigt. Möge Allah azawajal ihn zum besten Vorbild für uns machen. Und dann, liebe Geschwister, und das ist der vorletzte Hadith. Rawa at-Tirmidhi, achso, der Unterpunkt. Hifz asraril ikhwan, dass du die Geheimnisse deiner Geschwister bewahrst. Oh, wir sind in einer Zeit, wo diese Geheimnisse gelüftet werden. Rawa at-Tirmidhi rahimullah wa hassana an Jabir ibn Abdullah an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal idha haddatha ar-rajulu al-haditha thumma iltafat fahiya amana. So berichtet der Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wenn einer jemanden etwas sagt und er dreht sich dabei um, das heißt, er will sich abschirmen vor den Menschen, damit sie ihm nicht zuhören, so ist dieses eine Amana geworden. Was heißt eine Amana? Ein anvertrautes Gut. Das heißt, du darfst das jetzt nicht mehr preisgeben. Er dreht sich ja nicht umsonst um. Er will dir speziell etwas sagen. Er will dir speziell etwas sagen. Und daher, liebe Geschwister, die Sache ist so, wenn er dir ein Geheimnis anvertraut, dann bleibt das zwischen euch beiden. Wenn du das brichst, was er dir gesagt hat, dann gehörst du zu dem Hadith, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt wurde, Mata sa'a, wann ist die Stunde? Er sagte, idha duyi'at al-amana, wenn die Amana verloren geht. Willst du ein Grund sein, dass die Stunde einbricht?
Und das sehen wir viel in der heutigen Zeit. Was machen die Leute heute? Der redet mit dir am Telefon, nimmt auf ohne dein Wissen. Darf er das? Nein. Er macht ein Video von dir, nimmt dich auf ohne dein Wissen. Das alles gehört zu diesem Hadith. Du darfst nicht jemanden aufnehmen ohne sein Wissen. Weder sprachlich noch Video. Du brauchst erstmal die Erlaubnis von ihm, dann erst, wenn er dir die Erlaubnis gegeben hat, dann darfst du das aufnehmen. Und wallahi, wir haben das viel, dass Leute mit uns telefonieren und die nehmen einfach auf, was wir sagen. Und das, was wir sagen, ist ja zwischen ihm und dir und niemand anderes. Und daher ist das eine Khiana, ein Verrat hier gegenüber dieser Sache. Und dann beenden wir, liebe Geschwister, mit dem letzten Hadith. Allah yahjar acha. Dass eine Person nicht seinen Bruder meidet. Meidet bedeutet, dass er sich von ihm entfernt. Rawa al-Bukhari rahimullah ta'ala an Abi Ayyub al-Ansari. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Es ist niemanden erlaubt, seinen Bruder länger als drei Nächte zu meiden. Der wendet sich ab von dem anderen und der wendet sich ab. Und der bessere von beiden ist derjenige, der zuerst mit dem Grüßen beginnt. Bedeutet, zwei Brüder haben einen Streit miteinander. Dann kommt es dazu, dass sie einander meiden. Der eine geht in die Richtung, der andere in die Richtung. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass es nicht erlaubt, dass man seinen Bruder länger als drei Tage meint. Im Übrigen auch, das gilt für die Frau. Das gilt für die Frauen und auch Mann und Frau, wenn sie verheiratet sind miteinander. Man darf sich einander nicht länger als drei Tage meiden. So, der sagt, nö, ich will nicht grüßen und der sagt, ich will nicht grüßen. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Motivation für den Besseren? Der Bessere ist der, der zuerst mit dem Gruß beginnt. Und hier ein wichtiger Hadith, liebe Geschwister, dass wir auch verstehen, diese drei Tage, die hier angesetzt sind, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ka'b ibn Malik radiallahu anhu wie lange gemieden? 40 Tage. Aber wo ist dieser Hadith, drei Tage um 40 Tage? Um was ging es bei Ka'b ibn Malik? Um eine Dunya-Sache? Deswegen unterscheidet. Wenn sich das um eine Dunya-Sache handelt, dann nicht länger als drei Tage. Aber jetzt zum Beispiel einer, der irrt richtig ab von der Religion und der fängt an, zum Schlechten aufzurufen und wird ein Fasiqe durch und durch und macht das Üble in der Religion, hier ist diese drei Tage nicht für ihn die längste Periode. Nein, hier kannst du ihn länger meiden. Okay, das ist der Unterschied zwischen dem und dem. Ich hatte nur einen Hadith vergessen zu erwähnen, als wir darüber geredet haben, liebe Geschwister, bezüglich, wenn jemand über deinen Bruder lästert und du verteidigst ihn, ihr könnt euch erinnern, dann wird Allah Azzawajal dein Gesicht vom Höllenfeuer abwenden. Und in diesem Zusammenhang wollte ich nur sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yadukhulul jannata qattat. Ein Qattat wird nicht das Paradies betreten. Was ist ein Qattat? Qattat ist der, der Namima betreibt. Namima, wissen wir, was bedeutet Namima? Habt ihr, glaube ich, schon 100.000 Mal von mir erklärt bekommen. Was ist Namima? Feindschaft unter den Brüdern zu stiften, indem man Wörter überträgt, um Schlechtes zwischen den beiden zu beabsichtigen. Und das Schlimme ist, das bleibt ja nicht nur dabei. Der sagt ja nicht, weißt du nicht, was der und der über dich gesagt hat, der fängt dann auch manchmal an, die Wörter zu verändern, zu verschönern. Und dasselbe sehen wir heute, subhanallah, sogenannte Tullabul Ilm, sogenannte, sage ich, und die werden gleich hören, warum. Die gehen zu einem Sheikh, ja, Sheikh,
Es gibt eine Person, aber natürlich, weil wir Allah so fürchten, wir wollen nicht seinen Namen sagen, aber der sagte das und das und das. Dann nimm sie auf, was der Scheich gesagt hat. Der Scheich weiß, um wen es geht oder nicht? Er weiß nicht, um wen es geht. Dann nimm sie seine Wörter auf, dann siehst du bei YouTube. Der Scheich antwortet und dann beschreiben sie genau die Person, wer die sagt. Subhanallah, vor dem Scheich habt ihr doch so getan, als ob ihr Taqwa. Das machen meistens diese Madakhila, möge Allah so schnell uns bewahren. Die gehen zu einem Scheich, sagen ihnen, ja Scheich, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich will auch keinen Namen erwähnen. Ich schäme mich, ja Scheich, wie kann ich Namen erwähnen? Ich habe Taqwa, ja Scheich. Scheich sagt, komm, was ist los? Es gibt eine Person, der das und das gesagt hat. Alhamdulillah, bis hier ist alles okay. Tayyib. Der Scheich hat ihn geantwortet, wer so etwas sagt, weiß der Scheich, über wen er redet? Nein. Der hat das Urteil so und so. Dann geht er nach Hause. Scheich XY antwortet auf den Dal, Modil, Mujrim, Kafir, Hakim. Alle Wörter. Er hat nichts ausgelassen. Subhanallah. Hat der Scheich das so gemeint? Nein. Der Scheich hat allgemein geantwortet. Oh, hätte man den Scheich wirklich gesagt, ja Scheich, gibst du mir jetzt ein Interview, weil das war ja letztendlich ein Interview, dass du über den und den herziehst. Hätte der Scheich das gemacht? Niemals. Und hier seht ihr, dieser Qattat, der wird das Paradies nicht betreten. Wer ist Qattat? Das ist einer, der macht Namima, aber zusätzlich, der schneidet hier und schminkt dort und pudert dort und zum Schluss hat er das perfekte Video. 50 Pferde, 2 Nashids und dann Scheich warnt vor Fulan Fulan. Das ist Al-Qattat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum lakhir. Wenn es Fragen gibt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese zu stellen, bi'idhnillah ta'ala. Nur zum Thema, bitte. Nur zum Thema. Jazakum lakhir. Fadda. Wa yakum. Ja. Ja. Aber mir sagt, erzählt das keinem weiter. Das ist egal, das ist ein Männer geworden. Ja, das ist eine gute Frage. Er sagt, einer kommt zu mir, dreht sich so, man sieht das ja am Verhalten des Bruders. Wenn er sich umguckt, deswegen im Hadith, وَيَلْتَفِتْ, er dreht sich um, er guckt, keiner beobachtet uns, jetzt sagt er, das ist ein Männer geworden. Das muss man jetzt bewahren, unabhängig davon, ob er dir das sagt oder nicht. Und wenn er es dir sagt, dann noch mehr. Nein, das darfst du nur mit seiner Erlaubnis weitererzählen. Nein, auch an die Frauen. Ja, Ma'ashara Nisa. Ja, auch an die Frauen. Die Frau, die sagt dir, A'udhu Billah, glaubst du wirklich, ich erzähle das? Kaum hat sie das Gespräch beendet. Ganz Berlin weiß das. Deswegen sage ich, über 3 Wege erfährt man Nachrichten über soziale Medien, über Fernseher und über die Frauen. Die Frauen sind die Ersten im Verbreiten von Nachrichten. Und nicht nur das, wallahi, wären sie in der Hadith-Lehre, alle Hadithe wären Maudu'a. Die hört zum Beispiel, die Schwester hatte Streit mit ihrem Mann. Jetzt holt sie die Gewürze raus aus der Küche, Pfeffer und 7 Pfefferarten. Die sagt, die Schwester hatte Probleme mit ihrem Mann, weil er sie geschlagen hat. Das kam gar nicht vor im Hadith. So, jetzt kommt die andere. Ja, die hatte Probleme mit ihrem Mann, er hat sie geschlagen und hat noch ihren Vater beschimpft. Und dann kommst du bei 5 Frauen zum Schluss. Es ist der längste Hadith, der bei Al-Bukhari überliefert wurde. Und das sind sie. Deswegen, ich sage euch ganz ehrlich, aber es gibt auch so Plappermäuler unter den Brüdern, wir sind wie Frauen, ungefähr so. Passt auf, wem ihr eure Geheimnisse anvertraut. Passt auf, wem ihr eure Geheimnisse anvertraut. Es kam einmal ein Bruder zu mir. Ich erzähle euch das nur, weil ihr nicht wisst, über wen ich rede. Er sagte, meine Frau erzählt den Frauen herum, was bei uns im privaten Schlafzimmer passiert. Stellt euch vor, jetzt schaut mal diesen Hadith und was diese Frau macht.
Ich meine, was bleibt dann noch übrig? Was bleibt dann noch übrig, wenn sie so etwas macht, eine Frau? Sollte man so eine Frau länger als eine Sekunde behalten? Die schießt man zum Mond und weiter, damit auch die Planeten Ruhe vor ihr haben. A'udhu billah, das ist das übelste Verhalten, was eine Person machen kann. Das ist das Intimste zwischen einem Mann und einer Frau und die erzählt das herum. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Ja. Ich bin bei einer Überlieferung, habe ich nicht die Quelle und ich habe nicht den Überlieferer. Kannst du danach oder kannst du mir jetzt mal zurück? Machen wir danach. Wie reagiert man, wenn man das jetzt weiterzieht hat? Was muss man tun? Wenn jetzt eine Person zu jemandem kam mit einem Geheimnis und man hat das weiter erzählt, so bittet man ihn um Vergebung. Man muss nicht ihnen sagen, dass man das direkt selber war, aber eine Person, dem etwas anvertraut wurde, hat das weitergegeben, weil er sich nicht darüber bewusst war, was das wirklich, oder dass das ein Geheimnis war. Na? Und dass man das nächste Mal nicht mehr macht. Baraka fik. Tfadda. Bei nicht religiösen Angelegenheiten andere Meinungen vertreten darf als die Gelehrten. Zum Beispiel, dass die Erde flach ist oder eine Kugel ist. Das ist eine religiöse Angelegenheit. Es wurde halt schon mehrmals mich gefragt. Nein, der Bruder fragt, in nicht religiösen Angelegenheiten darf man eine andere Meinung vertreten als die der Gelehrten? Natürlich, wenn das auch nichts mit der Religion zu tun hat. Aber dann kam ein Beispiel, ob die Erde flach ist oder nicht. Wir haben genau erklärt bekommen, wie die Erde bei uns ist. Insofern ist das, wal arda, so, wal arda dahaha, so, wie ist die Eier? In Surat An-Nazi'at. وَالْأَرْضَ ضَحَاهَا so. لا حول اسكت اسكت ولا كلام. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأخرج ضحاها والأرض was heißt ضحاها. Die Gelehrten sagen, wie ein Straußenei. Und wir können das einmal, inshallah. Das ist eine religiöse Angelegenheit. Aber jetzt geht es zum Beispiel um Umweltverpackung. Hab 1000 Meinungen von mir aus. Aber nicht in Dingen, die religiös sind. Na, tafadda. Ja, es wurde außerdem noch gefragt, ob man auf der rechten Seite schlafen soll oder kann. Wie ist das mit dem Schlafen? Darf man auf der rechten Seite schlafen oder nicht? Das ist die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht, dass dieses zum Gebot gemacht wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie bei Al-Bukhari überliefert wurde, hat seine flache Hand unter seine Wange gelegt und hat auf der rechten Seite geschlafen, alaihi salatu wasallam. Das heißt nicht, dass er uns damit befohlen hat, dass wir es ihm gleich machen sollen. Na? Aber was das Schlafen auf dem Bauch anbelangt, so gibt es ein Urteil darüber bei uns in der Religion, dass die meisten Gelehrten der Ansicht sind, dass das Makruh ist. Nicht das Rauchen Makruh, sondern das Schlafen auf dem Bauch. Dass das unbeliebt ist und dass man das, wenn man kann, meiden kann. Na? Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafaddal. Wa iyyakum. Was soll man tun, wenn eine Schwester nicht aufhört, über ihren Mann zu lästern? Wallahi, das sind die schlimmsten, übelsten Geschöpfe. Überlegt mal, ihr Mann ist ihr Heiligtum. Und wenn sie die ganze Zeit über ihren Mann herum erzählt, dann schaut mal, was für ein Herz sie haben muss. Und wahrscheinlich dieser Mann versorgt sie noch, damit sie über ihn lästert. Das heißt, er ernährt ihren Körper, so dass sie noch ihre Zunge bewegen kann, mit der sie über ihn lästert, mashallah. Und jetzt weiß sie auch, warum sie so oft alleine ist, um zu lästern, weil der Mann hat das wahrscheinlich selber erkannt, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, mit so einer Frau zusammen zu bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deine Aufgabe ist,
diesen Mann zu verteidigen, wie du das im Hadith gelernt hast. Und wenn die Schwester, nachdem du sie aufgefordert hast, damit nicht aufhört, dann meide diese Schwester. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Wie ist das zum Beispiel, wenn jemand einen lustigen Gesichtsausdruck hat und man das dann fotografiert und ihm das zeigt, darf man das dann? Nein. Du darfst nicht jemanden auch fotografieren ohne seine Erlaubnis. Sonst hättet ihr viele lustige Bilder von mir. Jetzt. Na, tafadda. Videos bezüglich Kindererziehung, jetzt wie man Kinder erzieht? Na, natürlich, es gibt viele Gelehrte, die über dieses Thema gesprochen haben. Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini, Shafahullah, möge Allah Azzawajal ihm Gesundheit geben. Er hat sehr, sehr viele wunderschöne Unterrichte gemacht über die Kindererziehung. Und auch Sheikh Muhammad Hussein Yaqub hat auch viele Videos gemacht über die Kindererziehung. Und davon kann man sehr viel profitieren, weil sie auch sehr praktische Beispiele gegeben haben. Weil sie auch sehr praktische Beispiele gegeben haben. Aber die sind halt auf Arabisch, diese Unterrichte. Aber wenn man Leute hat im Umfeld, die einem das übersetzen können, ist das sehr, sehr hilfreich. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Es wird gefragt, meine Mutter will mir das Geld geben für Hochzeit. Ich will das aber nicht annehmen und schäme mich, das Geld anzunehmen. Das macht sie traurig, ohne dass ich das wollte und einfach gesagt, okay, etwas nur. Also eine Mutter will ihrem Sohn Geld geben für die Hochzeit, damit er seine Hochzeit vollziehen kann. Und die Mutter ist traurig dabei geworden, weil er das Geld nicht angenommen hat. Wie sollte er hier handeln? Er sollte das Geld nehmen und versuchen, mit dem Geld etwas Gutes zu tun für seine Mutter, dass er vielleicht einen Brunnen baut oder sonstiges. Das könnte er machen, bi'idhnillah ta'ala. Und dass die Mutter auch davon profitiert. Na? Es ist immer gut, liebe Geschwister, dass die Leute sich selber um ihre Angelegenheiten kümmern. Na, wenn die Eltern einem helfen wollen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aber man sollte sich versuchen, selber um seine Dinge zu kümmern. Imam Ahmad Rahmatullah Ali wurde gefragt bezüglich Geld, was man geschenkt bekommt für die Hajj. Er sagte, ich ziehe es vor, dass man sich das Geld selber verdient. Er hat nicht gesagt, dass das haram ist, aber besser ist, dass man sich das selber verdient. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber er kann etwas Gutes für seine Mutter machen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ich habe gefragt, ob die Stimme der Frau Aura ist, auch wenn man dafür Komplimente bekommt. Ist die Stimme der Frau Aura, auch wenn man dafür Komplimente bekommt? Die Stimme der Frau ist eine Fitna. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ahzab, La takhda'na bil qawl. So redet nicht unterwürfig. Unterwürfig heißt so zart, mild. Zu wem sagt Allah das? Zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Passt auf jetzt, was das Ergebnis ist. Warum? Aus welcher Weisheit? Damit diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, nichts begehren. Allahu Akbar. Damit diejenigen, in deren, und hier reden wir über die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja? In deren Herzen Krankheit ist, nichts begehren. Deswegen eine Frau redet nicht unterwürfig vor Männern. Die redet, wenn sie reden muss, redet sie nicht unterwürfig. Oder es gibt manchmal Frauen, die rufen mich an. Salamu alaikum. Ja, ne, subhanallah. Eine Frau sollte hier ihre Stimme sogar etwas, was machen? Bitte? Tiefer, ne, sagt man? Ja. Assalamu alaikum. Dass wirklich nichts in dem Herzen von einer Person kommt. Ich meine, diese ganze schmutzigen Industrien, womit verdienen die auch unter anderem Geld? Mit der Stimme der Frau. Wozu? Wenn das keine Fitna ist. Ja? Guck mal, subhanallah, wie Allah azza wa jalla alles im Koran. Es gibt diese Bestien, diese Leute, die Islamhasser sind, a'udhu billah, der sagt, hier, guck mal, bei euch geht es nur um die eine Sache. Aha. Und deswegen hast du schon 50 Mal Zina gemacht. Ja? Bei euch geht es nur um die eine Sache, sagt er. Subhanallah, Allah hat uns Regeln vorgegeben. Und wer weiß besser als Allah? Ala ya'lamu man khalaqa. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Allah weiß doch, was er erschaffen hat. Ja, guck mal, die Industrie verdient damit Geld und er sagt, bei euch geht es nur ums eine.
Vielleicht guckst du dir mal deine Leute an, worum es bei denen geht. Aber subhanallah, die sind blind in ihren Herzen. Na. Ich wurde gefragt, wie soll man sich verhalten, wenn man etwas aus Versehen hört, was nicht für einen selbst bestimmt war? Was soll man tun, wenn man etwas hört, was für einen nicht bestimmt war? Das belässt man dann bei sich und erzählt das nicht weiter, inshallah ta'ala. Na. Es wird über eine Situation gefragt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinem Gefährten Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu saß und dieser beleidigt wurde, bis er dann halt sich verteidigte, auf das dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufstand und ihn verließ. Was ist da passiert? Die Überlieferung ist bei Abu Dawud und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam saß eines Tages mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu in der Moschee und dann kam ein Mann herein und fing an, Abu Bakr as-Siddiq zu beleidigen. Die gesamte Zeit. Er beleidigte ihn das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Abu Bakr as-Siddiq hat die gesamte Zeit Geduld gezeigt. Und in der Zeit ist Abu Bakr as-Siddiq selber aufbrausend geworden, bis er ihn geantwortet hat. Im Hadith heißt es, bis er ihn einiges der Worte hören gelassen hat. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und weggegangen. Dann ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hinter ihm hergelaufen und hat ihn gesagt, ja Rasulallah, warum bist du aufgestanden? Weil er hat gemerkt, etwas stimmt nicht. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu kannte ja den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ja Siddiq, als dieser Mann dich beschimpft hat, habe ich einen Engel gesehen, der die ganze Zeit neben dir war und gesagt hat, du bist das selber zu dem Mann. Du bist das selber. Bis du ihm geantwortet hast, dann ist der Engel gegangen und dann kam der Shaitan und ich sitze nicht dort, wo der Shaitan ist. Und deswegen ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden. Na, Wallahu a'lam, hier seht ihr, ich meine, Abu Bakr as-Siddiq war kein Geduldiger. Aber natürlich, wir sehen, man ist ein Mensch. Und überlegt mal, einer kommt, beleidigt euch die ganze Zeit, du und das und jenes. Es ist schwer, das auszuhalten, na? Ich meine, wer sind wir im Vergleich zu Abu Bakr as-Siddiq? Wir alle zusammen haben nicht mal den Fingernagel von Abu Bakr as-Siddiq an Iman, an Glaube. Und er hat ihnen dann auch ein paar Worte gesagt. Na? Und daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden. Nicht, weil er Abu Bakr as-Siddiq jetzt sagen wollte, du hast Übles gemacht und das nicht zu rechtfertigen. Aber besser wäre es, wenn er dieses Recht gelassen hätte. Und der Engel, was hat er gesagt? Du bist das selber zu dem Mann. Das heißt, Allah hat was? Einen Engel geschickt, der nur Abu Bakr as-Siddiq verteidigt. Subhanallah. Na, wallahu ta'ala ala wa alam. Fadal. Ich habe gefragt, dreijähriges Kind spricht nicht, ist eigentlich aus medizinischer Sicht kerngesund. Ja, Ikhwa, passt auf, wir kriegen viel diese Fragen. Das immer und komischerweise immer 3 Jahre. Die Kinder, die 3 Jahre sind, man soll ihnen etwas Zeit geben. Wir haben auch Kinder in der Verwandtschaft, die sind 3 Jahre und die wollen nicht sprechen. Die sind aber auch schlau. Die kriegen alles. Warum sollen sie dann noch reden? Ja? Ich meine, die Sache hat nicht immer damit zu tun, weil manche wollen dann auch dann wieder auf diese Extraschiene. Was kann das sein? Ein Djinn, 2 Djinn, 4 Djinn. Das ist eine ganz normale Sache, dass einer mit 3 Jahren noch nicht bereit ist, alles zu sagen. Na? Aber inshallah ta'ala, das kommt mit der Zeit, bi'idhnillah ta'ala, der speichert die Sätze. Und du wirst sehen, in manchen Momenten wird er auch mehr reden als das, was du von ihm kennst. Aber wenn er das mit fortfolgenden Jahren immer noch nicht macht, dann kann man zum Logopäden mit ihm gehen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Hast du gefragt, ist die Heirat im Islam verpflichtend oder eine besonders anempfohlene Tat? Ist die Heirat im Islam eine Sunna oder eine Pflicht? Sie ist eine Sunna. Außer für diejenigen, die befürchten, dass sie die Sinna machen. Für sie ist das eine Pflicht, wie die Gelehrten übereinstimmend gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inni atazawwaj an-nisa, ich heirate die Frauen. Und von daher wissen wir, das ist eine gesicherte Sunna. Und derjenige, der eine Frau heiratet, so hat er 50% seiner, bitte? Seiner Religion vervollständigt. Und daher, das ist eine Sunna, das ist eine Sunna. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung bei Al-Bukhari, die 3 Männer gehört hat, der eine sagte, ich werde nie wieder schlafen, sondern er wird immer die ganze Zeit was beten? Qiyamul Layl. Der andere sagte, ich werde nie wieder essen, sondern ich werde den ganzen Tag fasten. Und einer sagte, ich werde nicht mehr
heiraten. Was ist mit dem Prophet sallam passiert? Er ist sehr wütend geworden. Er ist sogar auf die Mimbar gegangen, und obwohl es kein Jum'a war, und hat die Leute versammelt und hat eine Ansprache gehalten. Und das ist ein Beweis, dass wenn ich wichtige Dinge der Umma gibt, dann kann man auch auf die Mimbar gehen, ohne dass es Jum'a ist. Und dann hat er gesagt, ich bin der Gottesfürchtigste unter euch. Und ich bete und ich schlafe. Ich faste und ich esse. Und ich heirate die Frauen. Und ich heirate die Frauen. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Und derjenige, der sich von meiner Sunna abwendet, so gehört er nicht zu mir. Das heißt, er hat nicht den Weg meiner Rechtleitung. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es wird gefragt, wie man sich verhält, wenn man ein Gebet, zum Beispiel aus Versehen die Surat al-Fatiha, dann soll man aufhören. Wenn man im Gebet aus Versehen die Surat al-Fatiha, man hat sie schon rezitiert und dann ist man dabei und merkt, ah, ich rezitiere sie schon wieder, dann brichst du ja ab und rezitierst eine andere Surah, wenn du möchtest. Wallahu ta'ala ala wa ala. Muss man zwei niederwerfen? Nein. Es wird gefragt, wenn Allah seinen Diener liebt und sein Sehen, sein Hören, sein Gehen ist, bedeutet das, dass der Diener gar keine Sünden mehr begeht? Bedeutet das, dass der Diener keine Sünden begeht, wenn Allah Azzawajal das Hören und das Laufen und das Anfassen vom Diener ist? Nein. Aber Allah bewahrt ihn im Allgemeinen. Allah bewahrt ihn im Allgemeinen. Es kann manchmal sein, dass der Diener ein Interesse an etwas hatte, aber Allah Azzawajal bewahrt ihn davor. Okay? Das heißt, er hat schon eine gewisse Art von Shahwa gehabt für die Sache, aber Allah Azzawajal macht die Situation so, dass dieses nicht klappt. Naam. Aber das ist eine Stufe für Leute, die sind anders als wir. Die sind anders als wir. Ne? Das ist wie wenn zum Beispiel dieser, der läuft mit dir über die Straße und du sagst ihm, hast du diese wunderschöne Frau gesehen? Er sagt, nein. Aber da war ein Schild, da stand Uzkurullaha kathira. Gedenkt Allahs viel. Guck mal, was er gesehen hat, guck mal, was du gesehen hast. Du sagst ihm, hast du nicht die und die gesehen? Er sagt dir, nee, ich habe einen Mann gesehen, der hat gerade La ilaha illallah gesagt, so habe ich ihn jetzt darin gefolgt. Das heißt, was sieht er? Nur das? Nur das Gute. Na, tafaddal. Ich habe gefragt, ob für eine Frau, die keinen Mahram hat, die Heirat Pflicht ist. Die keinen Mahram? Mahram? Okay. Ist für sie die Heirat Pflicht? Das hat ja nichts mit dem Mahram zu tun. Das heißt ja nicht, weil sie einen Mahram hat, dass sie nicht heiraten soll. Na, der Mahram selber, der hat natürlich ein paar Aufgaben, aber wenn die Frau jetzt keinen Mahram hat, kann sie natürlich unabhängig von ihm heiraten. Ich denke, die Person meint ein Wali, nicht ein Mahram. Ich denke, die meint ein Wali, der sie verheiratet. Wenn sie auch keinen Wali hat, kann der Imam von einer Moschee ihr Wali sein. Wallahu ta'ala ala wala. Aber der Imam soll sie selber nicht heiraten. Ja? Das ist auch schon vorgekommen. Na, طيب. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.